Ciao amici! Heute möchte ich euch ein Gericht zeigen, das wieder einmal durch seine Einfachheit und große Schmackhaftigkeit besticht. Cacoccioli alla missinisi. Das habe ich jetzt euch auf Sizilianisch gesagt. Es bedeutet nichts anderes wie Artischocken nach Messina Art gefüllt. Was brauchen wir dazu? Wir haben hier natürlich unsere wunderschönen Artischocken, die habe ich bereits geputzt und habe auch die spitzigen Stiele entfernt. Wir haben hier etwas Parmesan. Ihr könnt alternativ auch Pecorino nehmen, Knoblauch, ein bisschen Petersilie, etwas Paniermehl, Pfeffer, Salz und ein gutes Olivenöl. Legen wir los. Als allererstes werden wir hier in unser Paniermehl einige Zutaten, respektive alle Zutaten, zusammenführen. Dazu mache ich den Knoblauch klein. So, wunderbar. Perfekt. So, rein damit. Ich nehme die Petersilie. Auch die hacke ich klein und mische sie mir dann direkt in die Panade mit rein. So, das nehme ich auch noch mit. Wunderbar. Und natürlich den Käse. So. Ich empfehle euch immer, nehmt bitte keinen geraspelten, bereits geraspelten Käse. Ich finde einfach, wenn man den frisch raspelt, es schmeckt einfach anders. Es schmeckt einfach besser. Ja? Also diese geraspelten Käse, das ist halt einfach, das kann man mal machen, wenn es schnell gehen muss. Aber ich persönlich bin also kein Freund davon. So, rein damit. Ja. Perfekt. Wunderbar. So, zur Seite mit dir. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Salz. So. Dann haben wir schon fast die Füllung fertig. Und jetzt kommt das Wichtige. Das Olivenöl. Das gelbe Gold Italiens. Ich meine, es gibt ja auch Olivenöl, das aus Spanien oder aus Griechenland kommt. Ich bin halt Italiener, ich sage immer, unser Öl ist das Beste, aber das sagt wahrscheinlich jeder von seinem eigenen Land. Ja, da darf noch ein bisschen rein. So. Es muss ja nicht flüssig oder breich werden, aber es darf so ein bisschen feucht sein. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt können wir auch die Artischocken damit füllen. So. Ich werde mir jetzt hier einen Handschuh anlegen, dass dann einfach für mich ein bisschen einfacher ist. So. Also, wir machen die hier schön auseinander. Wir müssen ja diese Panade hier in diese Blätter reinbekommen. So, perfekt. Jetzt nehme ich hier die Panade und drücke sie mir richtig schön hinein. Ja, es kommt hier richtig, richtig reingedrückt. Das tut der Artischocke nicht weh. Die will das so. Die will unbedingt von uns verspeist werden. Und so muss das dann auch aussehen. Kurz zur Seite und machen das jetzt mit allen. Schön auseinandernehmen. Und die schöne Panade mit rein. So. Richtig schön reindrücken. Ja? Ich habe jetzt hier natürlich eine Menge gemacht, die genau für diese vier Artischocken reicht. Aber wenn ihr mehr habt, ihr seht es dann auch in den Mengenangaben im Rezept, dann macht ihr natürlich ein bisschen mehr. So. Super. Machen wir das jetzt mit den anderen zwei auch. So. Und die letzte Artischocke. So.
jetzt kommen sie in den Topf hinein. Ich habe jetzt hier einen Topf genommen, von dem ich ganz genau weiß, dass meine Artischocken genau reinpassen. Wenn ihr aber einen Topf habt, wo die Artischocken, wo die Gefahr besteht, dass sie umfallen, dann macht den Trick von meiner Nonna und von meiner Mama. Nehmt eine Kartoffel und bestärkt damit oder füllt im Prinzip den Hohlraum, der dann entsteht. Und dann fallen euch die Artischocken auch nicht um. So, wir nehmen jetzt hier nur ein bisschen Wasser hier runter und bedecken damit ganz leicht den Boden. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Einfach nur ganz leicht den Boden bedecken. So. Und jetzt lassen wir sie kochen. Auf ganz schwachem Feuer etwa 90 Minuten. Wenn ihr größere Artischocken habt, dann brauchen sie natürlich etwas länger. Schaut bitte immer wieder mal rein. Wenn das Wasser unten evaporisiert ist, also wenn kein Wasser mehr unten auf dem Topfboden ist, dann füllt bitte etwas Wasser nach. Wir schauen zwischendurch aber mal rein. Wir haben es fast geschafft. Noch ein bisschen Wasser, noch ein paar Minuten und wir können servieren. Lecker. So muss das aussehen. Ich würde mal sagen, wir servieren. So. Nehmen wir uns einen schönen Teller. So, nehmen wir es schön heraus. In der Regel rechnet man etwa 2 Artischocken pro Person. Da wir ja zu zweit sind, passt das hervorragend. Ich mache jetzt noch ganz ein wenig frisches Olivenöl darüber. Das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz, ganz leckere Note. So, schön. Ein bisschen Zitrone. Das ist wirklich Geschmackssache. Ich meine, die einen mögen es, die anderen mögen es nicht so gerne. Ich persönlich finde es sehr lecker mit ein bisschen Zitrone noch darüber. Das gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal eine kleine zusätzliche Frische. Und fertig sind sie, unsere wunderbaren Artischocken. Alla Messinese. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Lasst es euch schmecken!